Okay, ihr Lieben, hier ist das versprochene Video zu Mad World. Also, wir haben ja als Stimmung Tomora, ja? Tomora hat drei Bs, das heißt, es ist B statt H, S statt E und As statt A. Eine schöne Molltonleiter. Klingt denn so. Okay, ja, Tomora. Da lässt sich diese traurige Stimmung gut drin ausdrücken. Wir beginnen mit der Einleitung, ja, dem ersten Teil. Die Einleitung geht so los. Eigentlich beginnt es immer mit einem Auftakt, so. Ja, der helle ist Auftakt und das hier ist dann die Eins. Aber zu Beginn macht er das nicht. Zu Beginn spielt er beide gleichzeitig. Und dann geht er einen höher. Auf der gleichen Seite, auf der linken. Ja, also nochmal. So, und hier dann auf der rechten den. Ja, das machen wir ein paar Mal. Das ist der erste Teil des ersten Teils von mich. Diese Folge. Ja, und dann geht das weiter nach dem mit lauter Zweierpärchen auf einer Seite. Links kommt erstmal, dann schön runtergespielt. Rechts. Und dann links kurz wieder hoch von dem. Ja, ich mach mal kurz die Reihenfolge. Und dann. Das merkt man sich am besten als Pärchen, ja. Nochmal. Und wir wiederholen nochmal. Ja, zusammen mit dem Anfang. Ja, danach folgt hier so eine Bassantwort, die das überbrückt, die Pause. Ja. Okay, das müssen wir aber noch eingliedern gleich. Wir haben hier nochmal von Anfang. Wenn wir den letzten zupfen, zupfen wir den ersten vom Bass schon mit, das tiefe F hier. Ja, das ist dann. So wird das miteinander verbunden. Nochmal das Ganze. Kommt die zweite Hälfte der Einleitung. Dann geht es tatsächlich jetzt mit Auftakt los. Das ist das, was wir schon von eben kennen. Los halt mit Auftakt jetzt. Auch wieder die zwei links. Aber dann geht es plötzlich von dem hier hoch, ja? Also.
nochmal. Die beiden runter. Dann auch den, aber da geht es kurz hoch. Und dann kommt direkt danach. Diesmal pur ohne Doppelten. Dann beginnt das Intro wieder von vorne mit Auftakt. Und dann hat man den ersten Teil schon geschafft.